zum Geier. Wo ist das auf Xing? Ja, ist eine Frage, die man sich stellt, die man sich in jedem Netzwerk stellt, wenn man irgendwo neu anfängt. Das ist auch bei Xing natürlich so. Zwei Sachen möchte ich euch jetzt erzählen. Erstmal, wo informierst du dich und wo informierst du über dich auf Xing? Und das zweite ist, wo netzwerkst du? Also, wo informierst du dich und wo informierst du über dich? Ganz klar erstmal auf den Profilen. Auf deinem eigenen Profil informierst du über dich. Wenn du ein Unternehmen hast, erstellst du natürlich auch Unternehmensseiten. Das sind natürlich auch Dinge, die alle anderen machen oder zumindest machen sollten. Profile zwangsmäßig hat wirklich jeder. Jeder hat ein eigenes Profil. Unternehmensseiten machen die einen, andere lassen es. Dann gibt es die persönliche Startseite. Das ist sozusagen der Startpunkt. Wenn du auf Xing beginnst, kommst du immer wieder auf deine eigene Startseite und siehst dann, wer hat Geburtstag gehabt, welche Neuigkeiten gibt es in deinem persönlichen kleinen Xing-Netzwerk, worauf gibt es Reaktionen oder worauf musst du reagieren, welche Veranstaltungen gibt es Gruppeneinladungen, hat sich was in deinen von dir moderierten Gruppen getan und so weiter. Das erfährst du dann alles auf der Startseite. Und dann gibt es sogenannte News. Das sind ja so eine Art Themenstränge, die du abonnieren kannst. Das heißt, du stellst so für dich deine persönliche, ich sag's jetzt mal, Prioritätenzeitung zusammen. Das bedeutet, du erhältst per E-Mail Nachrichten darüber, so gesammelte Nachrichten zu bestimmten Themen. Bei mir sind es beispielsweise das Thema Marketing, das Thema Umweltschutz, das Thema Tourismus, das sind so die Bereiche, die ich mir natürlich alle abonniert habe und das gehört bei mir zu meinem Pflichtprogramm. Ich beginne jeden Tag damit, erstmal sowieso eine Stunde erstmal Minimum zu denken, nichts anderes, ich werde wach, ich denke erstmal eine Stunde und danach geht es bei mir an meine Weiterbildung. Das bedeutet unter anderem, dass ich gut 2 bis 2,5 Stunden damit zubringe, mich fortzubilden. Um Himmels Willen werdet ihr jetzt sagen, schaffe ich nie. Müsst ihr auch nicht, ist natürlich Pflichtprogramm für jeden, der selber irgendwie unterrichtet, der also selber Weiterbildung macht. Also entsprechend muss ich mich selber immer weiterbilden, damit ich meinen Kundinnen und Kunden immer sofort Antwort geben kann, welche Entwicklung schwappt gerade aus China und aus Amerika rüber, was müsst ihr beachten, was ist totgesagt, welche Totgesagten leben länger, welche Sicherheitslücken gibt es und so weiter und so weiter. Und da gehört unter anderem in meine Informationsquellen natürlich alles, was von Xing kommt. Da habe ich auch schon das ein oder andere Schätzchen gefunden, beispielsweise auch so im Bereich Journalismus und im Bereich Internetzensur. Also das ist schon ganz interessant. Andere Quellen kommen natürlich dann noch dazu. Ich habe da so meine Fach-Abos wirklich geschaltet, wo ich dann wirklich jeden Morgen erstmal durchschaue und schaue, was brauche ich, was können meine Kunden gebrauchen, was muss ich weitergeben an meine Kunden, ist da irgendwas ganz akut in Sachen Apple oder auch in Sachen Microsoft, wo ich sofort reagieren muss, wo ich eine Warnung rausgeben muss und so weiter. Gut, das also zum Thema Prioritätenzeitung. Dann gibt's natürlich Gruppen. Gibt's auch inzwischen in fast jedem sozialen Netzwerk und mit einer gleichen Themenbandbreite. Beruflich, aber auch, es gibt auch private Themen, die auf Xing besprochen werden. Denn jeder, der arbeitet, hat ja auch irgendwie sowas wie Privatleben. Es gibt ja eben nicht nur die Arbeit, sondern es gibt auch noch andere Dinge. Dann gibt's Events, also auf gut Deutsch Veranstaltungen, digitale und nicht digitale, also Online-Veranstaltungen und andererseits auch Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden. Von München bis Hamburg, schaut einfach mal, das eine oder andere ist da vielleicht für euch dabei. Da gibt's kostenfreie und kostenpflichtige Geschichten. Dann gibt's den sogenannten Projektmarktplatz. Der ist besonders interessant für Freiberuflerinnen und Freiberufler, beziehungsweise für alle, die auf die Dienste dieser Berufsgruppe zurückgreifen möchten. Da werden also Anfragen reingestellt. Ich brauche für die nächsten Tage einen Architekten. Ich brauche für die nächsten Wochen unbedingt eine neue kaufmännische Leitung. Ich brauche für die nächsten Monate
eine neue Unternehmensleiterin, wer kann hier die Filiale XYZ für die nächsten 3 Jahre für mich führen oder ähnliche Dinge. Aber auch solche Sachen wie, ich habe hier einen Designauftrag oder wir haben hier eine Software, die aktualisiert werden sollte. Wer ist so nett? Wer kann? Bestimmte Programmierkenntnisse sind erforderlich. Und dann wird das entsprechend wie bei einer normalen Stellenanzeige dementsprechend dann auch beschrieben. Dann sind wir beim nächsten Thema, sind wir gleich dabei. Die sogenannten Stellenanzeigen findest du natürlich auch im Stellenmarktplatz. Also der Unterschied, Projektmarktplatz, wirklich interessant für alle, die freiberuflich arbeiten oder auf Freiberufler und Freiberuflerinnen zurückgreifen. Und beim Stellenmarktplatz geht es um das normale Angestelltenverhältnis. Also da kannst du Stellen finden, nach Ort sortiert, nach Aktualität sortiert und auch nach ja, Branche natürlich und Beruf sortiert. Und du kannst, wenn du Arbeitgeber und Arbeitgeberin bist, kannst du auch natürlich da eine Anzeige schalten. Wo netzwerkst du auf Xing? An exakt den Orten, die ich dir gerade genannt habe, denn an diesen Orten informierst du dich, das heißt auch alle anderen informieren sich auf die gleiche Art und Weise an den gleichen Orten. Und das ist natürlich der Punkt oder die Punkte, besser gesagt, wo du auf andere Menschen triffst und wo du netzwerkst. Welche Treffpunkte gibt es genau auf Xing? Wir fassen nochmal zusammen. Erstens die Profile, dann diverse Arten von Unternehmensseiten, dann gibt es die Startseite. Dann gibt es News, dann gibt es Gruppen, Events, Projektmarktplatz und Stellenmarktplatz. Netzwerken beginnt immer damit, dass man eine Information einstellt oder aber, dass man auf eine eingestellte Information reagiert. Und das ist sozusagen der erste Schritt beim Netzwerken auf Xing. Aktion und Reaktion. Und dann eben am Ball bleiben. Die zwei wichtigsten Orte überhaupt auf Xing sind zum einen das Profil und zum anderen die Gruppen. Ja, das war das Video zum Thema Da ist das auf Xing. Du weißt jetzt, wo du was auf Xing findest, wenn es um das Thema Informieren geht und um das Thema Netzwerken. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Im nächsten Video geht es dann darum, was ist überhaupt ein Xing-Profil? Also schau dir auch das unbedingt an. Xing-Profile hat jeder, der auf Xing unterwegs ist.